Exzellenz von Übergismo, gerade am Stand von Smarter, wo es tatsächlich erstaunlich voll ist, denn Smarter hat gleich drei neue Produkte rausgebracht. Durch die würde ich euch gerne kurz in diesem Video führen und wünsche euch viel Spaß dabei. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, habt ihr gerade schon gesehen. Das ist die Fridge Cam, die nächsten Monat auch in Deutschland auf den Markt kommen soll, für ungefähr 129 Euro. Und das ist eine Kamera für den Kühlschrank, mit der ihr jederzeit Snapshots auch von unterwegs von eurem Kühlschrank machen könnt. Hier auf dem Schaubild auch ganz gut zu sehen. Das funktioniert insofern ganz gut und hat den Hintergrund, dass jedes Mal, wenn ihr ein Foto macht, ihr natürlich irgendwie eine Intention habt, warum ihr gerade in den Kühlschrank reinschauen wird. Die Wide-Angle-Linse schießt dann mit dem Blitz ein kurzes Foto und ihr seht direkt, was im Kühlschrank drinnen ist, könnt sagen, okay, ich brauche noch ein neues Produkt, mir fehlt noch eine Milch oder was, das habe ich gerade gesehen. Oder ihr könnt es auch andersrum benutzen und sagen, das, was die Kamera gerade aufgenommen hat, erkennt die Kamera und schlägt entsprechend Rezepte vor, die ihr noch mit den Produkten machen könnt, mit den Lebensmitteln machen könnt, die ihr im Kühlschrank habt. Ziemlich cooles Feature, wie ich finde. Und ein Announcement, was alle Produkte betrifft, ist auch, Smarter geht jetzt eher in die Richtung Smart Home und Connected Home, kooperiert da mit If This Then That, mit Nest und mit Amazon Alexa für, ja, eben für vernetzte Haushaltsgeräte. Da gehen wir auch nochmal einen Schritt weiter. Hier von Smarter seht ihr noch eine Kaffeemaschine. Auch die wird nächsten Monat rauskommen für ungefähr 230 Euro. Gleiches Prinzip, die Kaffeemaschine ist entweder getimed und macht euch jeden Morgen frischen Kaffee, oder ihr sagt, hey Alexa, ich brauche einen Kaffee. Oder in der dritten Variante, ihr seid gerade unterwegs und tippt einfach in die App an, ein mach mir bitte einen Kaffee. Und beim iKettle 3, das ist ein Wasserkocher von Smarter, auch da ist das System das gleiche. Das heißt, ihr könnt selber über Sprachsteuerung oder über App-Steuerung entscheiden, ich möchte jetzt Wasser kochen, und dann startet die App automatisch und fängt an, das Wasser zu kochen. Wie ich finde, die smarten Produkte sind, wie der Name schon sagt, ein cooles Thema, gerade im Bereich Smart Home. Kostet auch alles nicht so viel, 129 Euro, 229 Euro und ja nochmal 129 Euro. Und ich bin gespannt, ja, wie der deutsche Markt das annehmen wird. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben und abonniert fleißig unseren Kanal. Vielen Dank, das war der Lenz von Übergismo.